Hallo zurück, eine neue Folge Minecraft. Yo, ich habe mein Modpack geupdatet und dann gab es ein paar Probleme. Dann musste ich das Texture Pack entfernen und habe das jetzt nur in Teilen wieder neu gemacht. Bedeutet, ich habe jetzt hier etwas andere Texturen als die, die ihr gewohnt seid oder die, die ich vorher hatte. Also da fehlt noch ein bisschen was. Von daher sieht jetzt noch nicht alles so super schön in HD aus. Macht aber nichts, denn wir haben jetzt eben genau diese langen Bögen, unter anderem, die wir beim letzten Mal so schmerzlich vermisst haben. Denn das der Tinkers Construct Mod wurde ebenfalls geupdatet. Und da probieren wir doch jetzt mal, uns was herzustellen. Oder wir laufen nochmal hin und gucken, ob da tendenziell irgendwas möglich ist. So, hier die Beeren nehmen wir auch mit. Essen wir gleich. Und dann kommt das hier rein. Sehr gut. Und wo wir schon mal hier sind, naja, und das sieht natürlich auch irgendwie anders aus. Dann gucken wir mal. So, sehr schön. 2000 haben wir da jetzt wieder reingefüllt. Funktioniert. Ja, sieht auch ein bisschen anders aus. Aber lassen wir uns jetzt nicht von abhalten. Sehr gut. Es wird Nacht. Dann legen wir uns hin und schlafen eine Runde. Und dann schauen wir mal. Ja, ich habe ja beim letzten Mal oder in den letzten Malen angefangen, mir die Energie herzustellen, die ich denn dann für meine Rüstung und so benötige. So, guck mal, das sieht doch alles schon ein bisschen anders aus. Die Texturen, ja, ein bisschen geändert. So in Sachen Connected Textures und so. Ja, was ich sagen wollte, der Generator, der ja RF produziert, ich aber EU brauche, weiß ich wohl. Aber mit Power-Convertern möchte ich das eigentlich versuchen, dass ich das ändern kann. So. Pattern Chest. Stencil Table. Ach so, ne, das ist natürlich falsch. Das wollen wir. So, das ist ein Kurzbogen. Das ist ein Langbogen und den brauchen wir. Also brauchen wir dafür ein Bowlimp. Ein Bowstring, noch einen Bowlimp und ein Large Plate. Das ist diese. Und diese Bowlimps, die kann ich jetzt noch nicht machen. Was ist das denn? Okay. Ein Ninja. So, das ist das. Arrows. Ein Wurfmesser gibt es jetzt auch. Das ist ja cool. So, und auch die Sachen brauchen wir. Aber was haben wir denn gesagt? Woraus wollen wir das machen? Aus Manilium, glaube ich, haben wir gesagt, wollten wir das tun, ne? Aber Manilium haben wir, meine ich, nicht mehr. Ja, hier ist sowieso nicht drin. Aber lass mich doch noch mal eben schauen. Manilium. Okay, Manilium brauchen wir also zwei Kobolde, zwei Kobalt und zwei Ardit. Lass mich nochmal eben kurz nach den Stats wollte ich gucken. Shortbow, Woodstone, Iron, Kaktus, Obsidian, Alumite, nein. Da, Manilium brauche ich. So, hat die Haltbarkeit, Mining Speed, mein Base Attack, 2. 2 Hearts, Base Attack. Hat Stahl aber auch, ne? Aber eine wesentlich geringere Haltbarkeit.
So. Na gut, Manilium. Dann müssen wir uns das eben doch noch mal herstellen. Wenn wir denn da die ganzen Sachen zu haben, das weiß ich jetzt gar nicht. So, dann schauen wir noch mal. Kobalt und Ardit. Haben wir das noch? I don't know. Ja, ich muss mal schauen, was ich jetzt hier in dem Texture Pack noch alles reinmache, welche Texturen. So, mal gucken. Kobalt haben wir hier. Und Ardit haben wir auch. So, wir schmeißen einfach beides mal da rein. Und dann sollten wir wahrscheinlich irgendwann neue Sachen wieder farmen. So, aber mit weniger Texture Packs läuft das Spiel auch wesentlich flüssiger. Das gefällt mir eigentlich echt gut. Nur sieht natürlich nicht so geil aus. Tja, was ich hier drin habe, ist das hier. Also diese Biome. Plenty of Biomes oder so. Ne? Also alles das, was daher kommt. Also hier die Bäume und so, das habe ich da drin. Und das normale Sphax Pack habe ich drin. Alle anderen Mods habe ich noch nicht drin. Da werde ich mal schauen, ob ich denn das mache oder ob ich mich damit begnüge, so wie es hier aussieht. Na gut, ich meine, sähe natürlich schon gut aus, wenn meine Waffen und so auch in schönstem HD erstrahlen. Aber wenn das nicht so ist, dann ist das halt so. So, was brauchen wir denn? Komm, wir legen hier nochmal. Toolrod. Das habe ich schon wieder vergessen, was wir brauchten. Ah ja gut, wir brauchen auf jeden Fall eine Large Plate. Die können wir uns da ja schon mal rausholen. Das ist die. So, 14 mal Manilium. Das geht ja schon fast hierfür drauf. Von den 14 haben wir jetzt noch 6. Siehst du, sag ich ja, das schluckt schon einiges an Material. Okay, das haben wir aber. Dann brauchen wir Bowlimbs und Bowstrings. Und die Bowstrings, meine ich, hatten wir doch auch schon mal gemacht. Ja. Bowstring Pattern. Und was haben wir hier noch? Und Bowlimbs muss ich mal gucken, wie ich mir die mache. Naja, klar, Bowstrings haben wir. Dafür brauche ich Strings wieder. Aber dann können wir doch auch andere, meine ich, nehmen. Andere Strings. Müssen wir mal schauen, ob wir da irgendwelche schicken Strings noch haben, die wir benutzen können. Weiß auch nicht, ob die alle eine unterschiedliche Funktion haben. Ich meine ja. So. Flame Strings und wenn das halt nicht hilft, nehmen wir uns nochmal die normalen Strings mit. Guck mal hier, so sehen die Sachen besser aus, finde ich, als in dem Texture Pack, was ich vorher hatte. Aber wird wohl das Einzige sein, was da besser aussieht. Ja, wie erwähnt, Spiel läuft flüssiger, immer schön in den eingestellten 30 Frames.
Und dann lasst uns mal schauen. Wie war denn das jetzt gerade noch mal? Kommt das hier rein? Mann. Ah, so, okay. Also. So, dann haben wir einen Bowstring mit 1, 1, 1. Wenn wir das da rein tun, haben wir gar nichts. Okay. Aber Flamestrings steht doch hier, kann ich nehmen. Strings, Flamestrings. Muss ich die woanders rein tun? Oh, Tatsache. Brauchen wir mehr von. Draw Speed 1, 1, 1, 2, 1. Okay. Upsa. 6 Stück. Na gut, wir haben jetzt auf jeden Fall einen Bowstring. Und wir brauchen also noch Bowlimps. Double Jump. So, das ist erledigt. Da steht also nichts drin. Gucken wir nochmal im zweiten Buch nach. Pickaxe, Hatchet, Shovel, Metal, Grotto, Rapier, Longsword, Dagger, Frying Pan, Chisel, Battleaxe, Hammer, Lumber Axe, Excavator, Cleaver, Battleaxe, Arrow, Shortbow, Wood. Okay, das war's. Das ist natürlich blöd. Steht hier irgendwie was beim Bogen? Nein, Tool Rod und Bowstring. Was natürlich auch sein kann, dass die Bücher ja alle noch nicht auf das Neue irgendwie ausgelegt sind. Nehmen wir mal Materials and You Volume 1 und machen das zu Materials and You Volume 2. Und schauen nochmal. Nee. Netherrack. Grüner Schleim, blauer Schleim, Papier, Kobalt, Adit, Kupfer, Manillium, Bronze, Stahl. Emerald Speed, Art Repair, Auto Smelting, Glück,
Sharpness, Feuer, Necrotic, Silky Touch, Reinforced Sachen. Tja, wohl nicht. So, das war's. Okay. Ja, dann weiß ich jetzt auch nicht. Warte, lass mich nochmal gucken. Also einen Bow-Limp, um den herzustellen. Dann kann ich ja gerade nochmal irgendwie parallel schauen, ob ich das finde. Also kurzen Moment warten bitte. Und dann eventuell finden wir es. So, einen Bowlimp. Wie viel hatten wir jetzt hier drin noch? 6 Stück. Pfeile brauchen wir auch noch. Die könnten wir uns ja dann auch nochmal herstellen. Aber erstmal wollen wir gucken, dass wir uns den Bogen hergestellt bekommen. So. Tja, also ich sehe, dass ich mir Bowlimbs machen kann, aber nicht wie. Das ist natürlich blöd. Ne, also das finde ich jetzt so spontan hier nicht. Dann werde ich eventuell nochmal später wiederkommen. Dann werden wir das jetzt hier nicht zu Ende bauen können. Nee. Na gut, ist egal. Finde ich jetzt so schnell nicht. Dann legen wir das nochmal hier in eine Kiste Platz. Nein. Ja, ist ja blöd. Also ich meine, es muss doch aus dem Mod heraus ersichtlich sein, wie man den Scheiß hier baut, oder? Ja, Bowlimp. Ja, Required Parts. Wenn ich hier aber kein Stencil für habe, ist das doch scheiße. Ne, so geht's auch nicht. Tja. Tja, und die Bowlimbs? Keine Ahnung. Ich lasse das aber erstmal hier drin. Ja. Nee, das ist eine Kacke. Das ist echt blöd. Das gefällt mir nicht. Na gut, da werde ich dann später nochmal wiederkommen. Um das zu richten. Oh. Haben wir jetzt hier noch irgendwas drin, was wir wegtun können? Erstmal ja, die Strings und so können wir nochmal wegnehmen. Energium Dust. Ach ja, wir wollten ja noch einen Kompressor bauen, richtig? Stone, Basic Machine Casing, Electric Circuit.
Cobblestone. Haben wir hier noch Steine drin? Ah ja, guck, dann hat sich das ja erübrigt im Prinzip. So. Und da nichts mehr, okay. Dann legen wir die Steine da ruhig mal wieder hin. Und wir brauchen ein Basic Machine Casing. Dafür brauchen wir Eisenplatten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Eisenplatten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Platten. Und den Forgehammer brauchen wir. Oh, mal schauen. Oh. Für 3 war ja noch gut. Gut, dann werden wir die anderen da hinten in unserer Maschine mal kaputt klopfen. Lauf. Da muss noch ein Dach drauf. Habe ich schon mal erwähnt, ne? So, sehr gut. Extractor, Metal, Former, Macerator. So, dann klopf mal. Rolling. So. Ja, hier müssen wir dann irgendwie gucken, dass wir dann da die Power-Converter irgendwie angeschlossen kriegen. Ich hoffe ja, dass das klappt. Also man soll sie von RF in EU oder sowas umwandeln können. Wäre natürlich gut, weil ansonsten hätte dieses Haus mit diesem Setup hier drin wenig Sinn. Dann müsste ich hier sonst eine andere Apparatur reintun, um Strom zu produzieren. Schauen wir mal. So, er ist fertig. Das ist natürlich super. Basic Machine Case mitgenommen. Zurück und dann haben wir den Kompressor. Auch den können wir dann da anschließen und dann können wir das Pulver verarbeiten. So, schnell hin. Ein Kompressor. Sehr schön. Da haben wir Energium Dust. Und auch jetzt geht's wieder zurück. Also wir müssen immer hin und her flitzen. Aber so ist das. Tja. So, ein Kompressor. Yay, er arbeitet. Uhu. Und sehr schön. Und raus kommt dann ein Energiekristall. So, die brauchen wir. Diese Energiekristalle. Wie gesagt, die brauchen wir dann für die Rüstung und so. Also um die, also auch in erster Linie für die Speicherzellen, so. Und dann bauen wir das mal zurück. Also wir pressen das. Und der letzte bitte. So. Energy Crystal haben wir. Haben wir hier eigentlich noch was drin? Nö. Gut. Und was auch ein Problem war, nachdem ich das geupdatet hatte, funktionierte hier nichts mehr, denn
Pam hatte einen Konflikt mit den anderen Mods. Das ist natürlich auch schlecht. So. Dann nehmen wir das mal raus, weil das Cyanid. Cyanid. Wird das so ausgesprochen? Ja. Brauchen wir dann ja auch für eventuell größere Reaktoren später mal. So. Sehr gut. Dann haben wir das. Okay, warte mal. Welche Energiezelle hatten wir denn? Ja, genau. Also wir wollten ja die Quantum Suit Body Armor und so herstellen. Dafür brauchten wir aber Labprotonkristalle und dafür brauchen wir die Energiekristalle. Okay, das war ja richtig. Aber wir brauchen auch in erster Linie erst einmal Nanosuits. Genau, und dafür brauchen wir die Energiekristalle und Carbonplatten. Und die Carbonplatten, da brauchen wir, das müssen wir alles im Kompressor machen. Also wir müssen Kohle pulverisieren. Okay, 1, 2, 3, 4. So, nehmen wir mal die 4 mit. Dann hauen wir die da hinten rein. Oh. Gegen das Mikrofon gehauen. Gut. Dann schnell die Kohle in den Macerator packen. Und das dauert jetzt eine Zeit. So, das heißt, wir müssen hier warten, bis die Kohle da durch ist.